Hallöchen, meine Hübschen. Es ist wieder... entschuldigt, mein Kater, der will mich verarschen. So, okay. Los. Rein, raus, rein, raus. Er mag keine geschlossenen Türen. Also nochmal von vorne. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Das wird ein JM-Kreationsvideo. Und zwar gibt es Neuheiten. Und zwar die Juli-Neuheiten. Und ich bin schon so aufgeregt, was ihr sagen werdet. Am liebsten würde ich diesmal meine ganzen Projekte, vier habe ich gemacht, würde ich am liebsten gar nicht vorher zeigen. Ich würde die am liebsten, sagt schon, immer erst dann und, also Montags ist ja immer mein Posting-Tag bei JM Kreation und das ist so aufregend. Pass auf, ich fange einfach an. Also es gibt wieder Juli-Neuheiten. Ich zeige euch die jetzt erstmal einmal hier auf dem Blatt. Aber ich zeige euch die auch gleich nochmal einzeln und den Hammer zeige ich euch zum Schluss. So, dann haben wir einmal die hier, ne, so. Und da kann ich euch auch zeigen, da habe ich auch ein bisschen was da. Und zwar einmal hier die Frohe Weihnachten-Stanze. Finde ich total toll. Aber mir war irgendwie noch nicht so nach Weihnachten. Also ich weiß nicht warum. Draußen haben wir, lass mich mal auf meine Uhr gucken, ja schon 24 Grad. Es ist morgens um 11:30 oder mittags um 11:30. Und da ist mir jetzt so in den letzten Tagen nicht so wirklich nach Weihnachten gewesen. Obwohl ich das ja schon immer einen Monat im Voraus mache. Also ich habe meistens schon im Juni die Sachen für Juli fertig. Und so habe ich ja zum Beispiel schon fast die Sachen auch für August fertig. Weil ich gesagt habe, auch wenn JM mit Neuheiten im August einen Monat Pause macht, habe ich mich trotzdem hingesetzt und habe vier Beiträge gemacht. Ich muss sogar fünf machen, weil es gibt fünf Montage. Muss ich nicht, aber ich mache es. Also wie gesagt, ich arbeite immer einen Monat voraus, weil das für mich immer ein bisschen entspannter ist. Und deswegen, mir war nicht nach Weihnachten, also absolut nicht. Und deswegen wird es jetzt zu diesen Neuheiten kein Beispiel von mir geben, vielleicht mal so zwischendurch. Aber mir war nicht nach Weihnachten. Ich weiß nicht, zu Weihnachten muss ich Bock haben zu basteln. Dann habe ich hier einmal die Schneeflockenstanze, finde ich auch richtig toll. Also für Weihnachten her sind die Sachen Bombe, ne? Und hier, da sieht man, das sind so zwei verschiedene Schriftarten. Ne, also das eine ist ein bisschen dicker, das andere ist ein bisschen feiner, filigraner, wie auch immer man das nennen möchte. Ich muss mal gucken, was haben wir denn hier noch drauf? Dann haben wir hier, die Schneeflocken sind Schmetterlinge des Winters. Finde ich auch richtig schön. Auch finde ich cool hier die kleinen Schneeflocken sozusagen noch dazu. Einmal die. Dann haben wir, nee, der ist da noch gar nicht mehr drauf, den muss ich euch gleich zeigen. Den haben wir hier, den finde ich auch richtig toll. Ich bin zwar nicht so ein Wichteltyp, so wirklich, aber den fand ich eigentlich ganz knuffig. Und den muss man jetzt ja, naja gut, er hat die Sterne da oben drauf, aber die kann man auch sonst vielleicht auf den Stempel wegwischen. Dann kann man den auch für den Geburtstag nehmen oder so. Ich habe den auch schon einmal hier abgestempelt, deswegen ist der schon benutzt. Also man könnte die Sterne ja auch wieder abwischen und dann könnte man den auch als Geburtstagsmistel nehmen, Geburtstagswichtel nehmen. Fand ich auch richtig süß, den. Der kommt gleich. Was haben wir denn hier noch? Achso, nee, den habe ich nicht. Den habe ich mir nicht ausgesucht oder mit bestellt. Das ist nicht so meins. Ne? Und ich bestelle mir dann auch wirklich immer nur Sachen, wo ich weiß, das benutze ich auch. Also sonst bringt mir das nichts. Dann gibt es noch mehr Neuheiten, selbstverständlich. Ich packe das mal hier hoch. Und zwar den hier. Und zwar das Blaue ist immer, das Türkise ist immer Stanzen. Ne? Das habe ich auch nicht, das habe ich auch nicht. Ich habe aber den hier, aber dazu fehlen mir diese beiden. Aber das ist nicht weiter schlimm. Den fand ich auch ganz knuffig, den Schneemann hier. Also ich finde, da kann man ja auch. Und dann, wenn man denn hier so mit der Schneeflocke oder mit diesen kleinen Schneeflocken aus diesem Set hier, wenn man die dann da so ringsrum setzt oder so und dann einfach hier so ein schönes frohes Weihnachten so mit hin. Also ich finde den Schal auch toll. Also das finde ich echt cool. Ja, genau. Man muss hier auf diese Nummern achten, weil Jutta, wie gesagt, ist momentan so ein bisschen am Umstellen am Shop. Aber die Nummern, die jetzt zum Beispiel wie hier drauf sind, darunter werdet ihr das dann auch finden. Also das werdet ihr schon finden. Also das,
zumindest auch so, wie es hier drauf ist von den Nummern. Wo packe ich den denn jetzt mal hin? Haut das auf jeden Fall hin. Weil wie gesagt, Jutta am Shop umstellen ist und das ist momentan alles so ein bisschen durcheinander, aber das kriegt ihr schon hin. Ansonsten schreibt mich an, gar kein Thema. Dann hier zu diesem Standset, Bannerstanzen. Ach, das ist immer so kompliziert zu erklären. Dazu gab es doch die passende Stanze, dazu habe ich euch doch schon mal, ich muss ihn nur mal gerade mal suchen, hier, diese hier. Und dazu hat Jutta jetzt ja schon einige Sets rausgebracht. Und unter anderem ist jetzt denn hier noch einmal so ein Weihnachtsset dabei. Letzten Monat war ja für die Tussi war ja ein bisschen was dabei. Und jetzt ist für Weihnachten, finde ich auch richtig toll. Vor allen Dingen auch mal ein bisschen kleiner und so. Also finde ich schon richtig cool. So. Dann, genau, die beiden, das habe ich nicht. Aber da seht ihr dann von unserem Design-Team auch den Juli über Beispiele. Ich habe die ja schon gesehen und die Mädels haben auch wieder richtig geile Beispiele gemacht. Also da könnt ihr dann drauf gespannt sein. So, und jetzt, ich bin noch am Überlegen, was ich euch jetzt als erstes zeige. Jetzt wird spannend. Also ich habe wirklich zu diesen vier Neuheiten, habe ich tatsächlich auch vier Karten gemacht. Ich konnte die anderen Sachen nicht so wirklich anrühren, weil ich hier, weil ich von der neuen Sache, das liegt hier noch alles neben mir, ich war so geflasht. Und zwar hat Jutta mit Smeets Illustration, kennen bestimmt schon einige, haben bestimmt schon einige gehört, haben die beiden, oder wir durften uns bei Smeets Motive raussuchen. Und ja, also sie hat ja super süße Sachen, das zeichnet sie ja auch alles selber und so. Und haben uns so gefreut, wo Jutta sagte, ja, yeah, das geht los und so. Und ja, wo fange ich denn an? Ich fange mal mit der ersten an. Ich zeige euch gleich im Anschluss die Stempel dazu. Das liegt hier neben mir und auch den Zettel. Aber ich zeige euch erstmal, was ich gemacht habe. Guckt mal, ist er nicht goldig? Und der heißt Smeets Monster Regen Johnny. Das ist der Regen Johnny. Ich finde den so toll. Und alles, was hier drauf ist, ist natürlich von J.M. Ich habe hier das, der Regenbogen gehört dazu. Zu dem Set. Dann habe ich einfach noch auch von J.M. Kreation. Warte mal, ich habe mir das hier aufgeschrieben. Ich muss bloß gucken. Doch, das müsste er geben. Ja, hier ist das Monster Regen Johnny. Die Wolkenstanze habe ich genommen. Aber ihr seht das auch alles bei Instagram und bei Facebook. Und dann habe ich, im Hintergrund habe ich einen Stencil genommen. Und da habe ich gemacht, den habe ich mit, wartet, ich habe das hier noch liegen. Also die angekommen sind, habe ich mich sofort dran gesetzt. Ne? Da habe ich hier mit dieser Texturpaste von Ranger, habe ich mit einem Stencil so eine, diese Regentropfen drauf gemacht. Also die sind mit dieser Texturpaste. Und dann bin ich einfach nachher mit meinem Distress Oxide drüber gegangen, weil das lässt sich ja auf den Regentropfen wieder wegwischen, weil das ja so glänzend ist. Und auf einigen Regentropfen habe ich dann noch natürlich wieder meine Stickles drauf gemacht. Hier um den Rand bin ich, ich habe so einen tollen Klebestift bekommen von einer lieben, ich muss mal gerade gucken, wo ich den habe. Jetzt finde ich den nicht. Und jetzt nicht dein Ernst. Wo ist er denn? Wo ist denn jetzt mein Klebestift? Ich finde ihn jetzt nicht. Ich habe so viele Stifte und finde jetzt diesen. Ach doch, hier ist er doch. Und habe von der lieben Abonnentin zu meiner 3000 Abonnentenverlosung habe ich so einen Quickie-Glue gekriegt. Total cool. Und der macht praktisch ganz fein Kleber dahin und dann bin ich hier einfach um den Wolkenrand mit diesem Stift rumgegangen und dann war da Klebe dran und dann habe ich von Lawn Fawn, ich will euch das ja auch immer zeigen, Moment, ist ja nicht so, dass ich das hätte alles vorbereiten können, ne? Nö. Meine Videos sind ja auch mal recht spontan und zwar habe ich hier von Lawn Fawn so ein Glitter-Zeugs.
Und das ist richtig, ganz vorsichtig, ich darf jetzt nicht niesen. Also das ist richtig Pulver. Ne? So ein ganz feines Glitterpulver. Und das war auch überall ausverkauft. Ich glaube, das habe ich mir mal bei Munis Bastelkiste bestellt. Und da bin ich dann einfach drum rumgegangen. Und so blieb das dann praktisch daran haften. Das fand ich total toll. Und ist er nicht goldig? Und hier habe ich einfach eine Textstanze genommen von J.M. Kreation und habe die verlängert. Ne, man kurbelt erstmal nur bis so bestimmten, also wenn das jetzt hier die Textstanze ist, lässt man den unteren Teil aus der Stanzmaschine rausgucken. Warte mal, ich kann ja mal hier die Platte nehmen. Also das ist jetzt, sage ich mal, die Textstanze. Und dann lasse ich die hier unten einfach rausgucken. Das praktisch hier unten, sage ich mal, ist jetzt zum Beispiel die Stanze zu Ende. Lasse ich rausgucken, dann habe ich das schon mal gestanzt. So, und dann packe ich mir die Stanze gleich dahin, wo sie aufhören soll. Und bei mir sollte sie halt hier unten aufhören. Leg mir das rauf, pack mir das aber so rum rein, weil das hier oben darf natürlich nicht mehr gestanzt werden. Und ich hoffe, ihr versteht das jetzt, wie ich das meine, aber ich denke mal schon. Und dann wird es nur noch zu dem Stück gestanzt, wo ich das halt hinhaben will. Und so kann man sich seine Stanzen verlängern. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Ansonsten schreibt mal, sonst mache ich da mal ein Video drüber. Ist ja kein Problem. Es geht ganz einfach. Und so habe ich mir praktisch die Textstanze verlängert. Eigentlich sollte das der Hintergrund sein und obendrauf sollte eine etwas kleinere Textstanze mit einem Stitchrahmen. Und darauf wollte ich mein Projekt machen. Aber Jackie war so in ihrem Eifer mit den Stempeln, dass ich das total vergessen habe. Aber ich finde trotzdem, ist die mega, mega toll geworden, die Karte. Ich gebe mir das jetzt mal kurz hier hin. Ich zeige euch, und zwar habe ich hier, das ist er. Ach so. Und natürlich, der Spruch gehört da natürlich auch zu. Ich wünsche dir einen Regenbogen, der Hoffnung gibt und Brücken schlägt und der dich mit seinen Farben durch den grauen Alltag trägt. Den fand ich richtig cool. Und ich bin ja eigentlich nicht so ein Sprüchetyp, der so riesige Sprüche auf Karten drauf macht. Aber ich finde, hier passte das super rauf und auch ein bisschen zur Erklärung der Karte. Und und das ist das Set. Na, hier unten steht Smeets Monster Regen Johnny. Genau. Und hier ist auch die Artikelnummer dann. Ja, und mega klasse. Also das ist wirklich der erste. Moment, ich muss das wieder einpacken. Sonst fühle ich mich nicht wohl. Ich muss mir das mal hier die Zettel hinten reinpacken. Weil ein Beitrag wird auf jeden Fall aus meinem Urlaub gesendet und da weiß ich noch nicht, was ich als erstes poste und das muss ich mir dann nämlich mitnehmen in den Urlaub. Dann jetzt mache ich hier weiter. So, pass auf, ich packe den auch mal aus. Das sieht man immer alles doch ein bisschen schöner, wenn man das auspackt. Oh, jetzt kommt das nächste. Passt auf, ich bin ganz aufgeregt. Ta-ta-ta! Oh, bin ich knuffig? Ich bin den so knuffig. Und das ist der Honigbär von Smeets. Ich bin so froh, dass Jutta das gemacht hat. Ich finde das total toll. Die sind so knufferlich. Und guckt mal, ist er nicht goldig? Ich habe mich schon geärgert, ich hätte den Honig ein bisschen anders machen sollen. Oder den Honigtopf in einer anderen Farbe machen sollen, aber ist egal. Und den Hintergrund, den habe ich mit meiner Jelly Press, also mit meiner Gelplatte praktisch gemacht. Und dann habe ich noch ein paar Bienchen drauf, die sind auch beim Set mit bei. Und die Sprüche auch, was ist denn? Nee, das was ist denn, ist nicht mit bei. Das ist aus dem anderen Set, gleich zeige ich euch. Aber dieser hier, ich habe gar nichts gemacht. Ne? Er hat gar nichts gemacht. Nö. Hat nur die Schnute noch voller Honig. Ja, und das ist ja hier der Briefmarken, die Briefmarkenstanze von J.M. Kreation. Hier ist dann einmal drauf zu sehen, was ich benutzt habe. Der Honigbär, die Briefmarkenstanze. Und da kommt gleich noch das Was ist denn ist aus dem anderen Set gleich, was ich euch noch zeigen wollte. Genau. Ist der nicht knuffig? Ich finde das so niedlich. Tut mir leid, dass ich wieder rumwundere, aber ihr kennt mich ja nur mittlerweile. Ich finde das so drollig. Und das ist halt auch mal ein bisschen was anderes. Da mache ich mir den Zettel auch noch mit rein. So, könnt ihr das noch alles schön sehen? Ja. So, jetzt kommen wir zum nächsten. Also es sind insgesamt 4 Stück. So, pass auf. Achtung, Concentration. Tada, ist er nicht knuffig? Achso, ich habe euch den Honigbär noch gar nichts gezeigt hier. Entschuldigung. Ja, da ist er. Da Honigbär, da ist die Artikelnummer. Ab 1. Juli ist das dann alles verfügbar im Shop.
Vielleicht macht Jutta das auch wieder früher rein, ich weiß es nicht. So, und jetzt kommen wir hier zum super süßen Chamäleon. Ist der nicht knuffig? Und den habe ich, klar hätte man auch bestimmt noch ein bisschen cooler machen können, aber ich muss mich mit meinem Polychromos auch wirklich erst richtig finden. Aber ich wollte den komplett mit Polychromos kolorieren und deswegen ist der auch komplett mit Polychromos koloriert. Und dann habe ich noch so ein paar Pünktchen drauf gesetzt und so und ja, ist ja nicht knuffelig und die beiden gehören dazu. Keiner ist wie du, du bist einzigartig. Und die fliegen und das ist auch alles da so mit beiden. Habe ich gedacht, was passt da am besten? Und deswegen habe ich dann den Hintergrund, ist auch ein Stempel von J&M Kreation. Was habe ich denn da genommen überhaupt? So, Mustermix, genau, das ist der Mustermix hier, womit ich das gestempelt habe. Und dann habe ich hier auch einfach auf dem Hintergrund, auf den Kartenruling, habe ich auch noch ein paar Farbspritzer drauf gemacht. Aber ist der nicht süß? Ich finde den auch so toll. Da waren Nina und ich uns echt einig, also Nina von Ninas Kreativreich ist ja auch bei uns mit dem Designteam. Und da waren wir uns beide so einig damals, wo wir uns aussuchen durften. Den fanden wir beide total knuffig. Und hier ist das Set, ne? Die beiden Sprüche sind mit bei. Das ist die Artikelnummer, das ist das Chamäleon. Genau. Ist der nicht lobig? Ich finde den total toll. Ich pack den mal. Packe ich das denn hin? So, könnt ihr das noch alles sehen? Ja, gut. Den packe ich erstmal wieder ein. So, und einer kommt noch. Und das, der ist auch mein absoluter Favorite. Weil der macht es alleine auch schon. Moment, die Größe. So, ja, so. Und zwar, passt auf, jetzt zeige ich euch erst den Stempel. Jetzt machen wir das mal ein bisschen andersrum. Guckt mal, ist die nicht nur wie die Maus? Ich finde die so toll, alleine mit ihren riesen Ohren. Und dann hier, hä, was ist denn? Ne? Ich war das nicht mit dem Käse, so ungefähr. Und ich finde das so süß. Und das ist Smeets Maus mit Käse. Na, da ist die Artikelnummer. Und ich finde, guck mal, wie groß die ist. Die ist richtig toll. Die ist zwar ein bisschen tricky zum Ausschneiden, zeige ich euch auch gleich nochmal, aber das kriegt man alles hin. Und total knuffig. Ja, das ist die Mausi. Könnt ihr sehen? Ja. Pass auf. Und was ich gemacht habe, oh nein, jetzt fällt die auch noch runter. Zeige ich euch. Ist die nicht knuffig? Guck mal. Ja. Knuffelig, oder? Glitzert und glänzt natürlich auch wieder. Hier, was ist denn? Hä? Und mehr habe ich aber nicht drauf gemacht. Dieses war mir denn doch zu viel. Ich hatte es zwar auch mit ausgestanzt und alles, das habe ich auch diesmal, ich habe es echt mal hingekriegt, ich habe das embossed. Normalerweise ist das bei mir mal so, wenn ich Schriften embosse, das haut nie hin. Aber ich war diesmal ganz vorsichtig und ganz zärtlich und dann hat das tatsächlich funktioniert. Und die Maus habe ich aber auch erst mit meinem Spektrum Noir koloriert und dann bin ich nochmal mit dem Polychromos nachgegangen, weil ich finde, damit kriegt man doch immer noch mal ein bisschen mehr Tiefe, Schatten und so weiter rein. Aber ist sie nicht goldig? Und tricky meinte ich vorhin mit dem Ausschneiden dieses hier, ne? Also man sieht es, ich habe da auch echt so ein bisschen Probleme gehabt, weil ich mag das nicht, wenn man hier jetzt so eine riesengroße weißen Flächen hätte. Ich hätte es auch doof gefunden, wenn ich da jetzt mit Gelb draufgegangen wäre, das hätte mir nicht gefallen. Und deswegen habe ich das so gut es geht versucht mit meinem Cuttermesser dann auszuschneiden. Und den Hintergrund habe ich einfach mit Stencils gemacht, dass es so aussieht wie so ein Käse. Ne? Deswegen ja hier so die Kreise mit drauf. Und also eigentlich relativ minimalistisch, aber ich finde, man darf der Maus nicht die Show stehlen. Ne? Also die muss schon irgendwo so ein bisschen im Vordergrund stehen. Was gepasst hätte, wäre hier von dem hier, man hätte zum Beispiel hier einen Sack voller Mäuse. Gut, da hätte man die Maus dann vor den Sack setzen können oder sowas, ne? Das hätte man auch gut machen können. Aber ich, dadurch, dass ich dieses Set hier nicht habe, aber ich fand das trotzdem, ne? Was ist denn? Hä? Ich finde das so geil. Und ja, ich hoffe, ich habe euch jetzt echt nicht zu viel versprochen. Ich finde die Sachen wirklich absolut Oberhammer. Also wo die hier angekommen sind, ich habe so gesucht. Ich fand das so toll. Ja, da sind sie. Und hier zeige ich euch jetzt nochmal komplett. Hier sind sie jetzt alle komplett drauf. Genau, und das sind die
die Juli-Neuheiten sozusagen. Ich packe das jetzt mal wieder hier unter, damit ihr die Karten noch sehen könnt. Und das sind die Juli-Neuheiten. Und ich finde, ja, absoluter Hammer. Ich habe schon zu Jutta gesagt, ich sage, hoffentlich bist du vorbereitet, weil ich hoffe, dass die wirklich gut weggehen, weil ich finde, weiß ich nicht, ich finde die total knuffig. Wenn ich sie nicht hätte, würde ich sie mir nochmal kaufen. Also, ja, was soll man sagen? Das ist alles so knuffig. Und wenn man das dann so schön in Szene setzt und so. Ja, ihr merkt, ich bin schon wieder total aufgeregt, aber das kennt ihr ja nun mittlerweile von mir, ne? Und man kann ja sonst auch den Ton wegmachen, dann guckt man halt einfach nur. Ja, also das sind die Juli-Neuheiten. Welchen haben wir heute? Den 28. Ich versuche das Video vielleicht heute oder morgen. Ich muss nochmal mit Jutta schnacken, wann ich es online bringen kann, darf und so. Aber ich denke mal schon, dann wisst ihr schon mal, was auf euch zukommt. Und bitte am 1. Juli. Vielleicht macht Jutta das auch schon einen Tag vorher, ne, weil mich immer ganz viele dann anschreiben, wann kommen die Sachen. Ja, das sind Juli-Neuheiten, also im Juli. Ne, also es kann sein, einen Tag vorher vielleicht schon, je nachdem. Aber sie kommen in den Shop. Genau, so. Jetzt seid ihr auf dem neuesten Stand. Ich habe hier auch schon die Sachen für August liegen, aber die darf ich euch noch nicht zeigen. Obwohl, eigentlich kann ich euch die zeigen. Weil im August gibt es keine Neuheiten. Zeige ich euch die schon mal, die ich gemacht habe? Bin ich jetzt gerade im Überlegen, ob ich euch schon mal spicken lasse. Soll ich euch schon mal spicken lassen für August? Aber ich habe erst 3 fertig. Ach, ich lasse euch einfach mal für August spickern, was ich gemacht habe. Guckt mal. Das habe ich für August gemacht. Moment. Ich will euch das mal zeigen, weil das habe ich auf Vellum gemacht. Ne, die habe ich auf Vellum embossed, die Magnolie. Und habe dann mit Polychromos, habe ich die ganz dezent ausgemalt. Und dann einfach auch von, ist ja alles von J&M, ne? Außer natürlich das Designpapier, aber der Rest ist alles von J&M. Habe ich mir schön, dass es dich gibt. Und das habe ich dann so ein bisschen von dunkel ins helle. Das mache ich immer mit Distress Oxides. Und dann hier im Hintergrund noch ein bisschen was gestempelt. Und dann ordentlich Glitzer drauf. Kann man das erkennen? Den Glitzer? Ja, doch, da oben auf das. Schön, dass es dich gibt, habe ich auch Glitzer drauf. Ja, das sind, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, ob alle Stempel momentan verfügbar sind im Shop, weil, wie gesagt, Jutta den Shop umarbeitet. Und es kann natürlich sein, dass es jetzt einige Sachen gar nicht gibt. Hier steht dann drauf, was ich vermindert habe. Ja, also das kann natürlich gut sein, dass die nicht momentan nicht verfügbar sind. Dann habe ich hier nochmal was benutzt, das Trostpflaster. Das fand ich nämlich auch richtig cool. Das habe ich ja auch schon ein bisschen länger. Ach ja, jetzt musst du da endlich mal was mitmachen, weil ich jetzt mich ja im August praktisch mal quer durchs ganze JM-Kreationsbeet austoben konnte. Und da habe ich ein Trostpflaster gemacht. Na, Trostpflaster für dich und heile, heile Gänzle. Genau, und da steht dann drauf, was ich benutzt habe. Das für dich ist eigentlich ein zusammenhängender Spruch, aber da habe ich den oberen Teil einfach abgeklebt, damit er nur das für dich stempelt, weil ich halt ein Trostpflaster für dich machen wollte. Und ja, genau das. Und auch meine absolute Lieblingskarte. Da, den habe ich gemacht. Ja, genau hier den Fauli auf seinem Sessel. Ne? Es ist nie zu spät, nichts zu tun. Und die Couch ist so verlockend. Ja, da ist er. Und den habe ich auch erst mit mein Spektrum Noirs ausgemalt. Und dann bin ich nochmal mit Polychromos nachgegangen. Und hier habe ich dann Stencil genommen, so ein Mauerstencil. Und hier die Kleckse sind auch. Also das ist ja auch von J&M. Hier auch wieder die Briefmarkenstanze. Die benutze ich ja auch zu gerne. Und hier steht dann auch hinten drauf, was ich benutzt habe. Wie gesagt, ich kann nicht sagen, ob alles momentan verfügbar ist im Shop. Ja, so, die packe ich auch wieder weg, weil da durftet ihr jetzt mal ausnahmsweise schon mal raufluschern. Das sind meine August-Neuheiten schon, weil ich denke mir mal, wird auch dann kein Video kommen für August, weil es gibt keine Neuheiten. Die gibt es dann erst wieder ab September. Und da seid auch schon mega gespannt drauf. Das wird auch total cool. Und dann würde ich sagen, ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen wieder auf den Laufenden gebracht. Viel Spaß beim Shoppen ab 1. Juli. Und dann würde ich sagen, ja, lasst mir wieder ein Däumchen da, ne, aktiviert die Glocke
Und ja, da verpasst ihr nichts mehr. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ja, wenn es gut läuft, ne? Aber ich denke mal schon. Gut, ihr Lieben, bis zum nächsten Video. Eure Miss Pepanil. Tschüss.